Wir haben alle gekämpft bis zum Umfallen. Wir haben nie aufgegeben, wirklich bis zur letzten Minute. Und ich muss an dieser Stelle wirklich ein Kompliment loswerden an die Mannschaft, weil teilweise viele mit Schmerzen gespielt haben, alle auch die Schmerzen vergessen haben. Das war alles scheißegal. Wir wollten unbedingt ins Finale kommen. Schade eigentlich, weil wir waren so nah dran und wir hätten es auch wirklich verdient gehabt. Die Elfen gewinnen das Spiel und sind dennoch keine Sieger. Das EHF-Pokalfinale wird nach großem Kampf knapp verpasst. Ist halt wirklich bitter und ich muss sagen, man gewinnt halt wirklich nur, wenn man Schiedsrichter hat. Und das ist eine traurige Wahrheit mittlerweile. In der Tat sorgen die Schiedsrichterentscheidungen für eine Menge Gesprächsstoff. Das traurige Ausscheiden im EHF-Pokal-Halbfinale. Es bleibt die bittere Gewissheit, dass es nicht nur an ihnen gelegen hat. Der Mannschaft mache ich überhaupt gar keine Vorwürfe, selbst wenn sie die eine oder andere Situation ausgelassen haben. Ich ärgere mich wirklich über das, was von den Unparteiischen hier abgelaufen ist. Und habe auch keine Hemmung zu sagen, dass ich mich wirklich verarscht fühle. Ich kann Renates Unzufriedenheit verstehen. Ich bin auch nicht mit der Leistung der Schiedsrichter zufrieden. In Elda schon nicht und da haben wir ja gewonnen. Aber wir müssen auch verstehen, dass sie auch nur Menschen sind und sich irren können. Dabei begann das Spiel gegen den spanischen Vertreter Elda Prestigio so verheißungsvoll für die Elfen. Mit einer Hypothek von 4 Toren mussten sie nach der 27:23 Hinspielniederlage ins Rückspiel gehen. Hinten mit einer starken Clara Woltering und vorne zielsicher soll der Rückstand schon in Hälfte 1 egalisiert werden. Doch auch die Spanierinnen beweisen ein ums andere Mal ihre Spielstärke in Person von Vanessa Quiles. Nach 20 Minuten steht es 10:6 für Elda und die Finalteilnahme scheint in weite Ferne gerückt. Aber die Kombination Clara Woltering und Ellie Garcia kommt langsam ins Rollen. Bis zum Pausenpfiff drehen die Bayer-Damen das Ergebnis. Zu 14 lautet die Führung in der Halbzeitpause. Bei den Elfen macht sich Zuversicht breit. Und wir kommen zu unserem Halbzeitspiel. Jetzt hier. Auch nach dem Seitenwechsel bleibt das Spiel hart umkämpft. Mit Vorteilen für die Handballerinnen aus Leverkusen. Das Polster der Spanierinnen aus dem Hinspiel schmilzt von Minute zu Minute. Die Einstellung der Elfen, sie stimmt. Das 21:18 in der 39. Minute. Spätestens jetzt glaubt auch der Letzte in der Smith Arena an die Finalteilnahme. Die Rechnung hat man aber ohne das Schiedsrichtergespann Svetko und Kavala aus Slowenien gemacht. Deren Entscheidung meist nicht nachvollziehbar. Die haben so viele Fehler gemacht, ohne dass ich jetzt in die Wertigkeit reingehen möchte für Spanien oder für uns, sondern einfach die Uhr läuft weiter. Sie kriegen überhaupt nichts mit. Die Trainerin hat genauso viel Druck gemacht auf der Bank wie ich auf der anderen Seite. Bei mir gibt es sofort gelbe Karte, 2 Minuten. Die hatten sämtliche Freiheiten. Und dann kommen noch die vielen Situationen dazu, wo halt nicht von der Linie her gleichwertig entschieden wird. Und dann kommt eben halt so ein Spiel zustande und auch so ein Ergebnis zustande. Also ich bin richtig angesäuert und das, was mich besonders ärgert, ist, dass scheinbar wir deutschen Mannschaften überhaupt keine Lobby haben bei der Europäischen Handballföderation in Sachen Ansetzung Schiedsrichtergespanne. Dennoch ist beim Stand von 31:27 die Finalteilnahme zum Greifen nahe. Doch in Überzahl können die Spanierinnen aus dem zentralen Rückraum das entscheidende Tor erzielen. Fast hätte es mit der 4-Tore-Führung doch nochmal geklappt. Aber Anna Lörper versagen im Abschluss die Nerven. Am Ende feiern die Ibererinnen. Den Elfen bleibt nur die Erkenntnis, dass in der Meisterschaft und im Pokal noch alles drin ist. Eigentlich gilt jetzt nur Mund abwischen und weiter, weil wir haben noch zwei heiße Eisen im Feuer und wir wollen auf jeden Fall da auch noch weiterkommen. Und gegen Frankfurt-Oder brauchen wir die gleiche Einstellung
brauchen wir auch die Kraft und brauchen wir auch das Publikum, damit wir die zwei Tore noch aufholen und da ins Halbfinale einziehen können. Das wäre schon super, wenn wir das schaffen am Mittwoch. Freud und Leid, so nah beieinander. Die Gäste feiern, die Elfen sind bitter enttäuscht. Am Mittwoch im Meisterschaftsplayoff kann das aber wieder ganz anders aussehen. Dann hoffentlich mit besseren Schiedsrichtern.